So, da sind wir wieder. Und wir steigen ein in den zweiten Spieltag. Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund. Moritz, du bist ja auch seit Beginn hier in der Halle. Wer hat denn so auf dich den stärksten Eindruck bisher gemacht? Hast du schon jemanden, wo du sagst, Donnerwetter, da könnte was gehen? Die Bielefelder auf jeden Fall ja durchaus überraschend ein bisschen gegen Stuttgart mit 3:1 gewonnen am ersten Spieltag. Hochklassiges Spiel auch zwischen Dortmund und dem ersten FC Köln. Die beiden Mannschaften sollte man nach den ersten beiden Leistungen auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Werder Bremen mit Keke Topp natürlich auch guten Eindruck hinterlassen. Wir werden hier ja jetzt auch im Laufe des heutigen Samstages schon so einiges noch sehen von den ganzen Mannschaften. Aber die letzten Jahre haben uns gelehrt, egal wie dieser Samstag hier ausgeht, am zweiten Spieltag, am Sonntag, kann das Ganze nochmal deutlich anders aussehen. Da werden die Karten relativ neu gemischt und da kann dann auch plötzlich der Underdog, der vermeintliche Underdog vom Samstag, groß aufspielen und hier die guten Mannschaften reihenweise raushauen. Ich habe ja seit Jahren schon gefordert, meine Statistik. Es gibt da wirklich viele Mannschaften, die samstags noch nicht wirklich gut sind und sonntags richtig aufdrehen und umgekehrt genauso. Eine Auswertung, in welchen Hotels sie geschlafen haben und welches Frühstück es da gab. Ich glaube ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen Frühstück und Leistung am Sonntag. Ich bin mir ziemlich sicher. Die Dortmunder versuchen jetzt hier erstmal das Spiel ruhig aufzubauen. Daniel Dudek im Zusammenspiel mit dem Kapitän der Dortmunder da in der eigenen Hälfte. Geht jetzt mal nach vorne. Aber dann auch direkt wieder hinten rum. Die versuchen da die Lücke zu finden. Keine unnötigen Ballverluste hier in dieser Anfangsphase. Die Dortmunder klar auf Spielkontrolle. Aus. Geleitet wird diese Partie übrigens von Christian Obering vom SV Holzhausen, 26 Jahre jung. Also der Unparteiische in dieser Partie, vielleicht die erste Möglichkeit für den BVB gehalten da dann. Freistoß, clever gemacht von der Nummer 4, von Jesse Frey von Arminia Bielefeld. Der unterbindet da gut den Konter, zieht ein bisschen am Trikot und verhindert da erstmal Schlimmeres. Liegentechnisch ja das Duell Landesligist, also der Arminia gegen Westfalenligist, also die beiden sind in eine Liga auseinander. Bielefeld also so ein bisschen der Underdog und hier mit dem 1:0 durch Yannick Schade, der den Ballgewinn für die Bielefelder nutzt zum 1:0. Also nächste Führung für Arminia. Hier haben wir es nochmal im Replay. Gar nicht so optimal der Ball, den nimmt er dann halb hoch mit links ins lange Eck. Was würdest du sagen, Unterschied? Landesliga, Westfalenliga in der Halle nicht so die Rolle, oder? Ja, generell ist es in der Halle ja immer ein bisschen ausgeglichener, als das auf dem Feld ist. Da ist das Spielfeld kleiner, ist das Spiel schneller. Da kann das mal ganz schnell gehen, dass man da plötzlich gegen vermeintlich schlechtere Mannschaften nicht gut aussieht und dann in Rückstand wie in diesem Fall gerät oder vielleicht sogar wie im Spiel vorher, dass die Bielefelder dann eben auch trotz Ligenunterschied als Gewinner vorm Platz gehen. Möglichkeit hier jetzt gerade zum 2:0, allerdings verhindert von den Dortmundern. Da ist der Keeper zur Stelle, Daniel Dudek, rechtzeitig am Boden. Ja, hier nochmal gut eingefangen. Das Nachfassen war wichtig, dann das Stürmerfoul. Dudek ja auch schon im ersten Spiel gegen die Kölner. Guten Eindruck hinterlassen. Sicherer Rückhalt bisher von seinem BVB. Also Bielefeld jetzt so ein bisschen die Spielkontrolle übernommen, ne? Was sich aber auch bisher in diesem Spiel bestätigt. Den Eindruck hatte man ja schon nach dem ersten Spieltag. Geht deutlich spielerischer zu in diesem Jahr. Ja. Wenig Abschlüsse von Keepern, was wir ja in den letzten Jahren häufiger gesehen hatten. Ja.
2 Minuten Zeitstrafe jetzt. Die erste in diesem Turnier für die Nummer 10 der Arminia, für Tyler Wozni. Ja, kann man geben, oder? Ja. Verhindert da den schnellen Konter, lässt das Bein draußen stehen. Und deshalb jetzt die Überzahl für den BVB. Versuchen sie direkt mal auszunutzen. Allerdings noch nicht konsequent genug ausgespielt. Aber jetzt fast auf der Linie geklärt und Nachschuss. Ausgleich. Henry Blank mit dem 1:1 für den BVB. Ich möchte fast sagen, schade. Ich wollte gerade sagen, ich wäre gespannt gewesen, wie sie die Überzahl ausgespielt hätten. Bielefeld darf jetzt ja auffüllen. Hier nochmal der Treffer. Das war ein Schwachpunkt im letzten Jahr von allen Mannschaften, das Ausspielen der Überzahl. Das wäre gerade ein spannender Moment gewesen. Aber dann haben wir gleich wieder die Gleitzahl auf dem Platz. Und was für ein Tor von Bielefelds Nummer 6, Niklas Thiel. Da freuen wir uns jetzt schon auf die Wiederholung, weil das lohnt sich. Also die postwendende Antwort. Und direkt auf der Gegenseite. Was passiert hier? Erneuter Ausgleich für Borussia Dortmund. Jona Husek hat da keinen Bock auf einen erneuten Rückstand und denkt sich, ja, wenn mich keiner angreift, dann hau ich ihn eben rein. 2:2. Also jetzt zwischen Dortmund und Arminia Bielefeld. Trockener Abschluss ins untere linke Eck. Keine Chance für den Bielefelder Keeper da. Bielefeld mit der Überzahl, wenn es schnell geht. Da bleibt er im Dribbling mit dem Foul. Das dürfte die nächsten 2 Minuten geben, kann ich mir vorstellen. Und wie bewertet er es? Aber lässt es bei einer Ermahnung, Christian Obering. Ja, war eine Grauzone. Also kann man genauso entscheiden, finde ich. Gut abgefangen, der Ball. Kontermöglichkeit. Er bleibt im Spiel. Versuch jetzt geblockt. Eckball für Borussia Dortmund. Jetzt sehen wir, glaube ich, noch mal. Ein Highlight. Erstmal nehmen wir die Ecke neu. Doch, jetzt haben wir den Treffer da eben. Wunderbar. Das war jetzt für Arminia Bielefeld. Top, dass wir das noch reinbekommen haben. Wunderschönes Tor. Bielefeld da jetzt mal mit dem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Umschaltmöglichkeit. Vorteil laufen gelassen von Christian Obering und dann der Ballverlust. Vielleicht jetzt die Möglichkeit für Wozni. Der ist wieder auf der Platte. Kann sich da im Dribbling allerdings nicht durchsetzen. Und dann geht der Ball ins Seitenaus. Ballbesitz für die Arminia. 4 Minuten vor dem Ende. Schussversuch jetzt wieder geblockt. Moritz, selber gerne Halle gespielt eigentlich, so aus Spielersicht? Ja, total. Was macht das aus? Was ist der große Unterschied aus deiner Sicht? Ja, das ist, geht einfach viel, viel schneller. Man hat viel, viel mehr Aktionen, in denen was passieren kann, in denen man den Spiel auch plötzlich mal drehen kann. Da liegt man mit 2:0 zurück und dann kann es trotzdem ganz, ganz schnell gehen. Dann ist man in den anderthalb, in 2 Minuten plötzlich wieder mitten in der Partie. Und natürlich auch dann die Chance in der Halle. Bei den Regionalturnieren hier von den Kreisligisten natürlich auch ein bisschen höher. Hier die landesführenden Mannschaften zu schlagen, während ich hier erzähle. Das nächste Traumtor der Arminia. 3:2 für den DSC.
Klasse Annahme von Yannick Schade mit der Brust und dann der direkte Abschluss jetzt aus Achtung. Der Luft. Zack, klasse gemacht. Keine Chance für Daniel Dudek im Kasten. Absolutes Traumtor. Das zweite der Arminia in diesem Spiel und wieder die Führung für die Mannschaft von Marcel Drobe. Die haben ja anscheinend richtig Bock an diesem Turnier Samstag. Knapp 3 Minuten sind jetzt noch auf der Uhr für den BVB, um hier nochmal zum Ausgleich zu kommen. Der Halle gefällt das Spiel auch, oder? Das ist eine tolle Atmosphäre, finde ich. Fans sind absolut da. Sind natürlich auch zwei Publikumslieblinge der BVB. Generell ja mit einer sehr, sehr breiten Menge an Zuschauern immer hier beim Freeway Cup. Arminia Bielefeld natürlich auch als Lokalmatador Nummer 2 hinter den Mühlis mit einigen Sympathieträgern hier in Lübbecke. Freistoß jetzt muss wiederholt werden. Regelschwierigkeiten auch noch bei Borussia Dortmund im zweiten Spiel. Wird natürlich nicht eingerollt von der Seite, sondern eingeschossen. Und jetzt Arminia Bielefeld. Wieder Schade, lässt da 2 Leute aussteigen. Dann allerdings doch ein gelber Stutzen dazwischen. Kann hier gerade noch so die große Chance für den Angreifer der Arminia verhindern. Oh, der war unnötig. Weder Zeit noch Gegnerdruck gehabt. Und das wird fast bestraft. Allerdings dann der Keeper bei Arminia Bielefeld zur Stelle. Nächste Chance. Und wieder ist er da. Moritz Paul Soiker rechtzeitig unten. Allerdings abgepfiffen von Christian Obering. Gibt den Freistoß für Borussia Dortmund. 1,5 Minuten vor dem Ende der Partie und die Halle kommt nochmal. Freistoß jetzt abgelegt, schlecht gespielt. Zweiter Ball vielleicht. In der Ecke da. Erstmal geklärt von den Arminen. Und dann das ruppige Eintreten, einsetzen da von der Nummer 17. Niklas Düring. Gibt es jetzt Klärungsbedarf mit Christian Obering. Aber auch hier keine 2 Minuten Zeitstrafe. Bleibt also beim 4 gegen 4 hier in der letzten knappen Minute. Jetzt stark gemacht, nochmal Körper eingesetzt, aber dann in letzter Sekunde gerettet. Wollte gerade die Fußballphrase bemühen. Dass Bielefeld dem 4-2 ein bisschen näher scheint als der BVB dem Ausgleich. Aber jetzt die Dortmunder gerade noch mal gekommen. Hier haben wir dieses Duell. Das war der pure Wille zweimal. Toll durchgesetzt. So, letzte Minute läuft schon. Nächster Fernschussversuch. Diesmal fehlt aber ein knapper Meter. Auf die 4 Sekunden achten, das war just in time vom Ball getrennt. So, bekommt der BVB hier noch eine Möglichkeit. Jetzt nochmal der Ball gespielt. Schussversuch abgeblockt, am Langpfosten könnte noch was gehen. 15 Sekunden noch auf der Uhr, aber jetzt die Parade unter dem Jubel der Halle hier. Achtung. Aber es sind wie angekündigt viele Bielefeld-Sympathisanten da. So, jetzt hier nochmal der Schussversuch. Fast aus dem Nix. Stark zur Seite pariert. Und das war's. Abpfiff. Ruppiges Eintreten. Da nochmal mit dem Schlusspfiff. Ende. Also Arminia Bielefeld gewinnt auch das zweite Spiel mit 3:2 gegen den